Was in der letzten Folge geschah. Ja, Takaya Sanada hat mich auf der Grundschule ständig gemobbt. Du hast ihre Bakterien abbekommen. Ohne sie hätten wir locker gewonnen. Wie ekelhaft du heulst. Ich möchte, dass du zustimmst und meine Freundin wirst. Ich hasse ihn so sehr. Aber warum willst du dann mit ihm gehen? Weil ich mich an ihm rächen will. Little girl terrified, she leave her room if only bruises would heal. A home is no place to hide, her heart is breaking from the pain that she feels. Every day's the same, she fights to find her way. She hurts, she breaks, she hides and tries to pay. She wonders why. Tja, ich sollte jetzt eigentlich super happy sein, aber... Führst du Selbstgespräche? Mann, hast du mich erschreckt. Denkst du gerade an die, die dein Herz im Sturm erobert hat? Ja, sie ist jetzt meine Freundin. Oder so ähnlich. Was, du hast sie dir geschnappt? Toll! Oh, nicht ganz. Es hat sich so ergeben, ohne dass ich sie richtig verstanden habe. Was heißt es, wenn man zusammen aber kein Liebespaar ist? Dass man nicht miteinander schläft? Ach, sowas meinte ich doch nicht. Weißt du, sie will nicht mal küssen oder Händchen halten, fürchte ich. Tja, das hört sich wohl so an, als wärst du nur ein Bekannter von ihr. Ein Bekannter? Halt, hat sie wirklich so etwas gesagt? Ja, dazu musste ich noch zwei Bedingungen annehmen. Kann es sein, dass sie dich zum Narren hält? Ich glaub's nicht, du als Casanova bist das Spielzeug eines Mädchens. Das mag sein, aber was hat sie davon, wenn sie mich an der Nase herumführt? Ich habe keine Ahnung. Aber egal, was sie mit mir vorhat, wir sind erstmal zusammen und das werde ich ausnutzen. Ich werde ein super cooler Freund sein, damit sie sich unsterblich in mich verliebt. Du bist ja leidenschaftlicher denn je, was? Na klar, es ist mir todesernst. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ich bin auf deiner Seite. Aber falls sie dich doch nicht ranlassen sollte, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Nein, Rino. Vergiss es. Du musst verstehen, dass ich nicht mehr der Takaya bin, den du kennst. Bitte? Es wäre eine Katastrophe, wenn sie von so etwas Wind kriegt. Ganz ehrlich, ich habe Angst, dass sie mich noch mehr hassen könnte. Na gut. Schade, aber sag mir jederzeit Bescheid, wenn du mich brauchst. Mann, ich sagte doch, ich meine es ernst. Aber ich sagte auch, dass ich Angst habe, von ihr gehasst zu werden. Wie uncool von mir. Es ist Yurina. Hallo? Hi, ich bin's. Hey, wieso meldest du dich nie? Du hättest mir wenigstens simsen können. Was denn? Spielst du etwa den besorgten Freund? Ich habe mich nicht gemeldet, weil ich dich nicht gebraucht habe. Ganz einfach. Aber jetzt brauchst du mich und deshalb rufst du mich an. Genau. Oh, und worum geht's? Hast du einen Führerschein oder ein Auto? Einen Führerschein habe ich, aber leider kein Auto. Ach so, schade. Dann sag ich mal ciao. Halt, warte! Diese Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Was denn noch? Ein Kollege von meinem Nebenjob könnte mir sein Auto leihen. Ja, er leiht es mir bestimmt, versprochen. Na gut, also bis dann. Ha! Geschafft, unser erstes Date.
Denkst du wirklich, er nimmt uns auch mit, Jurina? Ja, das wäre toll. Natürlich, lass das nur meine Sorge sein. Oh, ich denke, das ist er. Das ist also dein Freund, Jurina? Der sieht aber süß aus. Jurina? Vielen Dank, dass du uns auch mitnimmst. Kannst du mir vielleicht mal kurz sagen, was hier gerade abgeht? Unser Professor hat uns heute zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen. Aber sein Haus ist relativ weit vom Bahnhof entfernt. Mit dem Auto kommt man viel einfacher hin. Soll das etwa heißen? Darum bist du unser Chauffeur. Wusste ich's doch. Danke fürs Mitnehmen. Ja, danke. Na gut, sie hat mich bloß benutzt. Aber sie sitzt immerhin neben mir. Es freut mich sehr, dass ihr mitgekommen seid. kommt doch rein. Wer ist das? Herr Ichinose, unser Professor. Echt? Ich habe ihn mir viel älter vorgestellt. Sagte ich, dass er alt ist? Das nicht, aber... Er sieht sehr jung aus, ist aber schon über 30. Er ist eine Autorität und sehr beliebt an meiner Uni. Nicht viele können an seinem Seminar teilnehmen, weil so viele Studenten bei ihm studieren wollen. Sag bloß, dass du ihn auch so anbetest. Wie bitte? Nur zu deiner Info, nein, das tue ich nicht. Sein Seminar ist sehr gut und ich habe großen Respekt vor ihm. Mehr auch nicht. Hallo, Jurina. Oh, Herr Ichinose. Wie ich sehe, hat dich ein Freund hergefahren. Danke für die Mühe. Das war kein Problem für ihn. Ja, war mein Job. Und ich bin nicht ein Freund, sondern ihr Freund. Danke dir. Die Mädels sind gut bei mir aufgehoben. Du kannst ruhig zurückfahren. Das würde dir wohl so passen. Komm mit, Jurina. Hey! Was denn? Wie kommst du denn später nach Hause? Keine Sorge, man kann bei mir auch übernachten. Und falls sie nach Hause will, fahre ich sie einfach oder rufe ein Taxi. Willst du etwa bei irgendeinem Mann schlafen, Jurina? Bitte? Was redest du da? Manche Studenten übernachten bei ihm, er hat Gästezimmer und sein Haus ist groß. Also lass diese blöden Sprüche. Aber meine Eltern sind streng. Ich gehe später eh nach Hause. Okay, tut mir leid. Mist, jetzt habe ich sie verärgert. Entschuldige mich mal kurz. Sag bitte so etwas Peinliches nicht vor anderen Leuten. Außerdem mag ich es nicht, dass du so vertraut mit mir redest. Sorry. Das geht echt gar nicht. Aber wie soll ich dann mit dir reden oder dich ansprechen? Sag mir das doch. Alles okay mit deinem Freund? Ja, natürlich. Verdammt! Was fällt diesem Blödmann eigentlich ein? Er tut so, als ob er wirklich mein Freund wäre. Hey, ist doch langsamer. Es ist genug da. Oh, Verzeihung, war nicht meine Absicht. Sag mal, war das wirklich dein Freund, der dich gefahren hat? Wie soll ich sagen, also... Du weißt es etwa selbst nicht? Also er ist, Schon gut. Das Liebesleben von Jugendlichen ist wohl immer kompliziert, was? Schon, aber... Lass mich raten. Er ist über beide Ohren in dich verliebt und gibt sich wahnsinnige Mühe, dein Herz zu erobern. Und du prüfst ihn, um herauszufinden, ob er wirklich alles für dich tun würde. Bitte? Wie... Wie ich das erraten konnte?
Erwachsene riechen sowas. Und, liege ich richtig? Zumindest teilweise. Kein Volltreffer also? Dann habe ich deine wahren Absichten wohl nicht ganz durchschaut. Du willst gar keine richtige Beziehung mit dem haben, habe ich recht? Habe ich jetzt ins Schwarze getroffen? Es bleibt noch die Frage, warum du trotzdem mit ihm zusammen bist. Danke für Ihre Analyse, aber hören Sie jetzt bitte auf. Hoppla, entschuldige. Psychoanalyse ist eben mein Hobby. Ich weiß schon, Sie sind ein Spezialist für das Fach Psychologie. Richtig. Manche Studenten nehmen bei ihm sogar Beratungsstunden, meistens wegen Beziehungsproblemen. Aber jemand, der mich als Kind gemobbt hat, ist in mich verliebt. Obwohl ich ihn wie die Pest hasse, gehe ich mit ihm, weil ich mich an ihm rächen will. Könnte ich ihn wegen so etwas um Rat bitten? Nein. Du denkst jetzt wieder an ihn, richtig? Nein. Professor Ichinose, ich habe Sie doch gebeten, mit der Analyse aufzuhören. Sorry. Aber glaub mir, das hat nichts mit der Analyse, sondern mit meinem persönlichen Interesse zu tun. Interesse? Mich interessiert, was du so denkst. Und mir gefällt es einfach nicht, dass du dir seinetwegen einen Kopf machst. Was? Herr Professor, warum reden Sie nur mit Jurina? Ja, bitte setzen Sie sich zu uns. Okay, okay, nur keine Hektik. Entschuldige mich bitte. Was meinte er damit? Wie beneidenswert, dass du ihn für ein paar Minuten für dich allein hattest. Oh, wir haben nur zufällig miteinander geplaudert, sonst nichts. Sicher? Ich habe nämlich das Gefühl, dass er dich mag, Jurina. Was, ehrlich? Ja, denn ich sehe oft, dass er dich anspricht. Du bist ja heute mit einem anderen Auto später nachgekommen und davor hat er die ganze Zeit gefragt, ob du immer noch nicht da seist. Aber das ist nur, weil er wusste, dass uns ein Bekannter von mir mit dem Auto bringt, deshalb. Oh, das stimmt. Ja, darum hat er nach mir gefragt. Oder hat Herr Ichinose gerade doch etwas angedeutet? Nein, ich habe es einfach nur missverstanden. Für ihn bin ich nur eine von vielen Studentinnen, mehr nicht. Was ist, Jurina? Nichts. Ich weiß, welches Gefühl in ihrem Blick liegt. Eifersucht. Man macht andere sofort eifersüchtig, wenn man ihrem Schwarm näher kommt. Ich habe damals Takayas Hand gehalten, der in der Klasse total beliebt war. Deshalb waren die Mädchen so gemein zu mir. Menschen können so grausam sein. Das macht mir Angst. Gut, ihr vier wollt also nach Hause gebracht werden. Aufgrund deiner Wohnadresse müsste ich dich als letztes absetzen, Jurina. Ist das okay? Ja, natürlich. Nun gut. Hältst du es denn die lange Fahrt neben mir aus? Soll das witzig sein? Oder will er doch etwas von mir? Geht einfach ins Auto. Ich fahre euch nach Hause. So wie es aussieht, wartet dein Freund auf dich, um dich abzuholen. Das ist doch Jurinas Freund, oder? Er ist sie abholen gekommen. Wie nett. Hey, was hast du hier verloren? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Deshalb habe ich hier auf dich gewartet. Wie, die ganze Zeit? Genau. Oh, und zwischendurch war ich noch kurz im Supermarkt. Ich wusste nicht, bis wann du bleibst und du hättest es mir nicht gesagt, hätte ich gefragt. Deshalb hatte ich beschlossen, hier auf dich zu warten. Tja, du hast wohl offensichtlich das Zeug zum Stalker. Hallo, wolltest du deine Freundin abholen? Ich wollte sie gerade fahren. Nett von Ihnen, aber das kann ich jetzt übernehmen. Alles klar, danke für deine Mühe. Also, willst du mit deinem Freund fahren, oder? Ja, das werde ich wohl. Okay, na dann werde ich jetzt mal die andere nach Hause fahren. Bis dann. Auf Wiedersehen, Herr Ichinose.
Mist, wir schweigen schon die ganze Fahrt über. Du kannst mich hier rauslassen. Jurina, bist du sauer? Nein. Hättest du lieber diesen Ichinose als Chauffeur gehabt? Bitte? Wie kommst du darauf? Ich habe doch gesehen, wie er dich angeschaut hat. Du stehst auf ihn, oder nicht?